أحبائي خذوا مني سلامي، يا رب عليكم مثل السحاب. Wir haben Leute gehabt, die haben den Propheten a.s. mit dem Schwert bekämpft und die sind zurückgekehrt zum Islam. Und ich wünsche mir für jeden hier, der heute hier sitzt, dass der heute nach Hause geht und sein Leben ändert. Es sind 60.000 Bücher geschrieben worden, um den Propheten Muhammad a.s. schlecht zu machen. Da fragt man sich, wo sind wir? Wo? Oder wo sind unsere Leute? Alhamdulillah, ihr seid heute hier. Aber wo sind unsere Leute, die uns vertreten? Die sitzen in der Moschee und warten, oder irgendwo anders, und warten, bis den Jugendlichen die Religion weggeschnappt wird. Und wenn dann jemand aufsteht und macht auf Ungerechtigkeiten aufmerksam, das Mädchen in der Schule gesagt wird, sie muss das Kopftuch ausziehen, obwohl das nicht der Fall ist, dann wird von dieser Person gewarnt. Subhanallah, wo leben wir überhaupt? الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, wie ihr alle wisst, leben wir in einer Zeit, in der sich der Islam in Deutschland immer schneller verbreitet. Zunächst ist Allah subhanahu wa ta'ala alleine dafür zu loben, denn er ist derjenige, der recht leitet. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Wenn er recht leitet, den kann niemand in die Irre leiten, und wenn er in die Irre leitet, den kann niemand recht leiten. Und dann gibt es natürlich einige Leute, die versuchen, diese Dawa wirklich nach vorne zu bringen, ganz aktiv an den Mann zu bringen. Nicht dieses Missverständnis von, ja okay, wir benehmen uns gut oder gegeben eventuell auch nicht und das reicht. Denn das ist ein falsches Konzept und ein falsches Verständnis von der Dawa, von dem Aufruf zum Islam. Und leider ist dieses Missverständnis so weit verbreitet, dass es schon wie eine Tatsache in den Köpfen der Muslime rumschwirrt und schon fast zu einer Akida, zu einem festen Glaubensbestandteil geworden ist, dass wenn wir Muslime uns einfach nur gut benehmen, das reicht für die Dauer. Und das ist falsch. Und es wird oft darauf verwiesen, dass er durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam, durch den Propheten sein Verhalten, sein Umgang mit den anderen Menschen, dass dadurch so viele zum Islam gekommen sind. Und das ist richtig. Aber man darf dabei auch niemals vergessen, dass zur selben Zeit, wo der Prophet diese Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, dass zur selben Zeit ein ganz aktiver Aufruf zum Islam stattfand, sodass niemand eine Ausrede hatte und jeder Bescheid wusste, dass der Islam der einzig wahre Weg zu Gott ist. Denn das ist der islamische Glaube. Es gibt leider immer noch Leute, die eventuell aufgrund der Gehirnwäsche, die sie durch die Medien bekommen haben, oder auch durch diese Minderwertigkeitskomplexe, die sie durch die Eltern oder durch die Moscheegemeinde mitbekommen haben oder die sie mit verinnerlicht haben, diese Minderwertigkeitskomplexe, die immer noch so ein Gefühl von Scham haben, wenn der Islam so präsentiert wird oder dahingehend präsentiert wird, dass er die einzige wahre Religion ist. Und ich habe vor kurzem einen Brief bekommen, der mich sehr, wo ich sehr gelobt worden bin von einem Bruder. Also ich glaube, ja, das müsste ein Bruder gewesen sein. Und natürlich möchte ich den Bruder jetzt nicht fertig machen oder so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich der Brief mehr aufgeregt hat, als gefreut hat. Warum? Weil es wurde dort in dem Brief gesagt, und wie gesagt, wir nennen ja keine Namen oder so, sondern der Bruder soll auch darüber nachdenken, denn wir machen alle Fehler.
Es wurde erstmal gelobt, das Gespräch, was ich mit Pater Sloth hatte. Ja, das war ja so ein nettes Gespräch und hin und her und kreuz und quer. Und da das auch alles kompetent rüberkam und so weiter. So weit, so gut. Auf der anderen Seite wird es mit Sicherheit Leute geben, die genau das Gegenteil behaupten. Die sagen, nein, man muss drauf, was ist das? So. Aber zur selben Zeit wurde in diesem Brief etwas kritisiert, und zwar mein Gespräch mit den Zeugen Jehovas. Dass ich da zu arrogant gewesen wäre und dass ich denen ja keine Chance gelassen hätte, so auf diese Art und Weise. Als allererstes muss man hier mal feststellen, was Arroganz ist. Und das ist eine Warnung für viele Leute da draußen. Denn wenn man anfängt, Leute zu kritisieren, die gerade die Dauer versuchen, nach vorne zu bringen, und das eventuell, bei dem Bruder kann ich das natürlich jetzt nicht bestätigen, aber ich weiß, dass es für einige Leute der Fall ist, ja, dass es mittlerweile zu einer Modeerscheinung geworden ist, dass jeder irgendwie seinen Senf dazugeben muss. Ja? Wir wissen, es gibt tausende Leute, die keinen Handschlag für die Dauer gemacht haben, aber die, denen ihre Dauer nur darin besteht, unsere Dauer kaputt zu machen, und die sich so am Verbreiten sind, sodass der normale Muslim, der normalerweise alles gut findet, was man sagt, irgendetwas finden muss. Irgendetwas muss gesagt werden. Ja, aber das fand ich nicht so gut, oder das fand ich nicht so gut, und das fand ich nicht so gut, und das fand ich nicht so gut. Hier muss man erstmal fragen, ist Kritik erlaubt? Natürlich, Kritik ist erlaubt. Aber hier geht es nicht um Kritik, sondern hier geht es geht um Missverständnisse. Und es geht darum, Dinge in die Welt zu setzen, wodurch gewollt oder ungewollt eventuell die Dauer einen Schaden erleidet. Denn wenn man ihn kritisieren will, man kann schreiben wie der Bruder in diesem Fall, von daher dieser Vorwurf gilt nicht an ihn, sondern es soll eine allgemeine Situationsbeschreibung sein. Denn wenn man mich kritisieren will, man kann mir schreiben, man kann mir dieses oder jenes erzählen, das ist gar kein Problem. Aber wenn man natürlich rumgeht und erzählt, ja, und dies war falsch und das und dies und das und Dinge, die absolut absurd sind, ja, dann stört man damit die Dauer und kann eventuell Leute abhalten, die Unterrichte zu hören, wo wir jeden Tag, alhamdulillah, Briefe bekommen von 90-jährigen Opas aus Deutschland, die ihre Ängste zum Islam abgebaut haben, oder von Nicht-Muslimen, die gerne zum Islam kommen wollen, oder von Muslimen, die vom Islam abgefallen sind, wieder zum Islam gekommen sind, und so weiter und so fort. Alhamdulillah. Das dazu, das soll kein Selbstlob sein, denn wir haben nichts erreicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns etwas Kraft gegeben, alhamdulillah, und möge Allah unsere Taten akzeptieren. Denn es ist nicht wichtig, was nach außen wirkt, oder das Ergebnis ist nicht wichtig in Hinsicht auf den Erfolg, den man jetzt hat, wie viele Leute zum Islam kommen, seine erster Linie, ob diese Taten auch von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen werden. Das dazu. Aber wie gesagt, man stört dadurch die Dauer. Ich gebe ein Beispiel. Mir hat gestern oder vorgestern hat mir ein Bruder erzählt, dass er bei einem Vortrag von mir ist, und da kommt dann jemand zu ihm und sagt zu ihm, ja, Pierre Vogel gibt zu viele Beispiele. Jetzt sagt man, ja und, ist das schlimm, kann er das nicht sagen? Die Sache ist hier folgendermaßen. Was will er damit erreichen, diesen Satz zu sagen? Erstmal, dass das Seltsame ist, dass tausende Leute sagen, boah, ich finde die Beispiele gut, die du gibst. Ja? Jetzt kommt jemand und sagt, das sind zu viele Beispiele. Das ist nicht etwas, womit man versucht, die Dawa zu verbessern, weil sonst hätte er es mir ja gesagt. Das ist einfach etwas, man muss ja auch irgendetwas Schlechtes erwähnen. Und wenn ihr ehrlich zu euch selber seid, werdet ihr sagen, ja klar. Weil es völlig unnötig ist, das zu erwähnen. Weil es völlig unnötig ist, das zu erwähnen. Dann kriege ich einen Brief, wir machen alle Fehler. Und über den Fehler, den ich gemacht habe, rege ich mich in dem Brief überhaupt nicht auf. Mich hat jemand auf drei Fehler aufmerksam gemacht. Ja? Auf drei Sachen. Er sagt, erstmal muss man sagen, der Bruder hat uns geschrieben. Alhamdulillah. Ja, ich kann nicht sagen, dass er irgendwo was rum erzählt hat. Aber so wie mir der Brief vorgekommen ist, ist das so jemand, oder so wie mir der Brief vorgekommen ist, könnte es eventuell sein, wie gesagt, ich mache ihm keine Vorwürfe, ich kenne ihn nicht, ich sage das nur, dass das so Sachen sind, die irgendwie so nach draußen getragen wird, über die gelabert wird. Ja. Drei
regelmäßige Versprecher von Pierre Vogel. Da wird gesagt, erstmal eine Sache, wo ich mich wirklich verspreche, Tatsache, ja, so, da rege ich mich überhaupt nicht drüber auf. Dann die zweite Sache, dass ich sagen würde, der Vermögen anstatt das Vermögen. Ich habe ihm zurückgeschrieben, regelmäßige Versprecher, ich kann mir kaum vorstellen, dass ich der Vermögen regelmäßig sage. Es kann natürlich sein, wie sich jeder vorstellen kann, dass man in einem Vortrag ist und sich dort verspricht. Und anstatt das Vermögen, der Vermögen sagt. Logischerweise. Ja. Und dann, dass ich sage, Einzigste. Ich habe zurückgeschrieben, Einzigste ist ein Superlativ von Einziger. Gibt es nicht in der deutschen Sprache. Aber gibt es in der kölschen Umgangssprache, die wir benutzen. Ja, und darauf wird gesagt, ja, nee, das ist unlogisch, das gibt es nicht, weil ein Superlativ davon, wenn einmal einzig oder einzig. Hierauf ist zu sagen, die Sprache ist nicht nach der Logik zu bemessen, sondern nach dem, was die Menschen sprechen. Was die Menschen sprechen, das ist die Sprache. Ansonsten müsste es in der deutschen Sprache heißen, die Mädchen, nicht das Mädchen. In der kölschen Umgangssprache spricht man über eine Frau auch mit das. Das heißt auf Kölsch dat. Man sagt zum Beispiel, dat Beate ist da und da. Ja? Dat Beate, das Beate. Ja? Das sind halt einfach Dinge, die anders formuliert werden. In der arabischen Sprache. So viele Dinge, die einem eventuell unlogisch vorkommen. Ja, mit der Zeitsetzung und so weiter und so fort. Und das ist, findet man in jeder Sprache. Von der Schreibweise ganz zu sprechen. Das heißt, wir sind für Kritik offen. Ja, nur, das müssen alles Dinge sein, die etwas zur Dawa beitragen. Wenn zum Beispiel jemand ein Video in YouTube reinstellt, wo teilweise Unsinn erzählt wird, ja, welche Wirkung hat das auf den Menschen? Wir müssen wissen, viele Menschen, die, selbst wenn du die Wahrheit sagst, die achten nicht unbedingt auf das, was aus deinem Mund kommt, sondern nur auf die Wirkung. Und die Wirkung ist, aha, der hat einen Fehler gemacht, obwohl es gar kein Fehler unbedingt ist. Ja. Hier in diesem Fall jetzt wurde ja kritisiert, um auf den Brief zurückzukommen, das Verhalten mit den Zeugen Jehovas zu arrogant. Erstmal, arrogant ist etwas, was vor allen Dingen im Herzen ist und was durch den Mund ausgedrückt werden kann. Du kannst nicht sagen, jemand ist arrogant, weil er selbstbewusst geht. Zweitens, in der Gegenüberstellung oder in der Diskussion mit Andersgläubigen muss man ein selbstbewusstes Auftreten haben. Wenn man auf einer Bühne steht vor 500 bis 1000 Leuten oder noch mehr, muss man ein selbstbewusstes Erscheinungsbild haben. Ich kann nicht auf die Bühne gehen und da steht, ja, schönen guten Tag, ich wollte Ihnen heute etwas von meiner Religion erzählen. Der Islam basiert auf 5 Säulen. Die erste Säule ist das Glaubensbekenntnis. Die zweite Säule ist, dass man betet. Das Gebet ist 5-mal am Tag. Die dritte Säule ist die Almosensteuer. Die vierte Säule ist das Fasten. Und die fünfte Säule ist die Pilgerfahrt nach Mekka. Ich danke Ihnen sehr, ich hoffe, Ihnen hat der Vortrag heute gefallen. Wenn man so rüberkommt, da schlafen die Leute ein und die denken, die Typen da vorne, die muss man loswerden. Das heißt, man muss selbstbewusst wirken. Aber wir haben nie gesagt, und es kann mir gerne jemand kommen und kann uns eine Sache zeigen, wir haben nie gesagt, wir sind diejenigen, die das vorgebracht haben. Wie zum Beispiel, mir hat mal jemand vorgeworfen, Arroganz, und zum selben Zeitpunkt hat er gesagt, wenn ich nicht gewesen wäre, dann wärst du heute gar nichts. Die Frage ist hier, wer ist arrogant? Ich habe in meinem Leben nie gesagt, wenn ich nicht gewesen wäre, dann wäre das. Wir sagen ganz klar und deutlich, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der uns Erfolg gegeben hat. Wir hoffen von Allah, dass er unsere Taten annimmt. Und das ist das Schwerste überhaupt. Und wir haben nichts von alleine geschafft und sind von Allah subhanahu wa ta'ala abhängig und sind kleine Diener und sind Leute, die ein bisschen Wissen haben. Das ist unser Standpunkt, ganz klar und deutlich. So, und wer irgendwas gefunden hat, wo ich gesagt habe, wenn ich nicht wäre oder wenn ich nicht getan hätte, der soll es uns gerne zeigen, ohne
mit dieser Bestimmung oder mit dieser Eingrenzung hätte Allah uns nicht den Erfolg gegeben, der soll mir das gerne zeigen. Ja. Dann wird erzählt, schlechte Worte. Was für schlechte Worte? Doof ist ein schlechtes Wort? Oder wenn man sagt, der oder derjenige, das sind Dinge, wie man Leute beschreibt. Im Koran spricht Allah über die Menschen, über einige Menschen, als Sufah, törichte Menschen, dumme Menschen. Das ist etwas, was man erwähnen muss, und das gehört zur Isa des Islam, dass man zu den anderen Leuten sagt, ihr seid falsch. Oder dass man sagt, ihr seid Lügner. Und das hat nichts mit schlechtem Benehmen zu tun, sondern ist etwas, was wichtig ist. Dass wir Selbstbewusstsein ausstrahlen und den Leuten ganz klar sagen, nicht mit uns. Wir sagen euch ganz klar zurück, dass ihr hinterhältig seid. Und da kann man sagen, hinterhältige Schlangen, alles Mögliche. Weil der Islam muss mit Isa präsentiert werden und nicht mit Unterwerfung. Also das heißt Unterwerfung im Sinne, dass wir sagen, entschuldigen, dass wir Muslime sind. Und das ist ein völliges Missverständnis. Jetzt zu der Diskussion mit den Zeugen Jehovas und die Diskussion mit Pater Sloth. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich mit jemandem rede, ja, und diese Person sagt zu mir, Mohammed ist ein Prophet, der Koran ist das Wort Gottes, Muslime kommen in das Paradies, wenn sie auf der Religion bleiben. Oder wenn ich mit Leuten rede, die sagen, Mohammed ist ein Lügner, der Koran ist eine Lüge und die Muslime kommen nicht ins Paradies. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich mit Leuten rede, die mich für dumm verkaufen wollen, ja, und versuchen wollen, auf ein anderes Thema einzugehen, wenn ich sie versuche, in die Ecke zu drängen, wenn ich sage, was sagt ihr hierzu und hierzu, und sagen, ja, das ist aber nicht so und so. Also das heißt, die wollen mich für blöd verkaufen. Ja. Oder ich rede mit jemandem, der zu mir sagt, es gibt in der Bibel keine eindeutige, explizite Erwähnung, dass Jesus Gott ist. Explizit. Das ist alles implizit und kann man alles anders interpretieren. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Nur wenn ich mit jemandem rede und er will mir erzählen, dass der Name Jehova im Neuen Testament vorkommt, wo die Manuskripte im Griechisch sind, im Griechisch gibt es keinen Namen Jehova, sondern steht Theos, da muss ich diesen Menschen darauf aufmerksam machen. Das seltsam ist nur, der eine sagt, du bist zu hart, und der andere schreibt, ach, guck mal, wie freundlich der mit diesen Kuffar umgeht. Ja, das ist schon sehr seltsam. Warum erwähne ich diese Punkte? Weil jeder sollte auf seine Zunge aufpassen, bevor er anfängt, die Dawa zu kritisieren, vor allen Dingen öffentlich. Wie gesagt, ich kann diesen zwei Personen das jetzt nicht vorwerfen, dass sie es öffentlich getan haben. Vor allen Dingen, wenn das kritisiert wird in Punkten, die absolut nicht zu kritisieren sind, die absolut, absolut, also wenn wir unberechtigterweise kritisiert werden. Stimmt, es gibt Punkte, wo mich Leute auf Sachen aufmerksam gemacht haben. Wo mich Menschen auf Sachen aufmerksam gemacht haben, die falsch sind. Und wir haben kein Problem damit, zu sagen, dass es falsch ist, dass wir es verbessern können. Jemand sagt zu mir, oder was heißt zu mir, wurde auch benutzt, um einen öffentlich schlecht zu machen, Sallallahu alaihi wasallam. Ich sage das zu schnell. Sallallahu alaihi wasallam. Weil es ist bei mir automatisiert. Seit Jahren hat mich nie einer darauf aufmerksam gemacht. Und was ist jetzt? Ich versuche mich darin zu verbessern, weil es stimmt. Man sollte das besser aussprechen, langsamer aussprechen, damit man es so richtig versteht und nicht halb verschlucken. Ist das eine, natürlich diese Leute, die das gebracht haben, sind natürlich Leute, die da wieder ganz falsch liegen auf die eine oder andere Weise. Die versuchen daraus einen Kupfer zu machen, weil denen ihr Ziel ist, von vornherein die Dawa einfach nur kaputt zu machen. Und die haben noch nie was Positives gebracht. Aber trotz alledem, diese Sache nehmen wir an. Obwohl es keine Pflicht ist, nach der Meinung vieler Gelehrte, wenn man den Namen Mohammed erwähnt, Sallallahu alaihi wasallam zu sagen. Viele sagen, das ist Mustahab. Mustahab. Das heißt, wie kann jemand eine Tat, die Mustahab ist, wenn ich nicht mal Sallallahu alaihi wasallam sagen würde, wie kann jemand das zum Kuffer machen? Wie kann jemand so etwas zum Kuffer machen, obwohl es doch nicht mal Pflicht ist, das zu sagen? Ja? Und wenn ich es sage, ja, man hat gar nicht drüber nachgedacht, weil es ist automatisiert, und weil ich seit Jahren das sage und ich versuche aus Respekt zum Propheten etwas zu sagen, und
sage das automatisiert und denke gar nicht drüber nach, im Eifer des, Gefechtes sozusagen. Das nur dazu, ich wollte einige Punkte bringen. Wie gesagt, wenn wir mit Leuten diskutieren, es gibt immer unterschiedliche Herangehensweisen. Deswegen ist es auch absoluter Blödsinn, wenn irgendjemand im Internet kommt oder wenn irgendjemand Dinge bringt wie, ja, was ist mit dem Dialog? Pierre Vogel, du musst doch hier, was ist, du redest vor 500 Leuten. Ja, natürlich, selbstverständlich, selbstverständlich. Es ist ein Unterschied, ob ich mit einer einzelnen Person rede oder ob ich vor einem großen Publikum rede. Warum reden wir vor einem großen Publikum? Weil der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, sowohl die eine als auch die andere Methode gewählt hat. Er hat mit Menschen persönlich gesprochen, mit ihnen kommuniziert und er hat mehrere Menschen auf einmal aufgerufen. Das eine nennen wir die Angeldauer, das andere nennen wir die Netzdauer. Die Angeldauer, wenn der Fisch einmal in der Angel ist, wird er sich so schnell nicht mehr losreißen. Ja. Ja, aber mit der Netzdauer, eventuell springt der Fisch nochmal aus dem Netz raus, aber ich habe eine Wahrscheinlichkeit, mehr Leute zu erreichen. Deswegen, vor der Halle ist eine Netzdauer. Ich rede mit vielen Leuten auf einmal und dass da jemand diese Worte aufnimmt, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Und die Angeldauer ist das persönliche Gespräch. Und da wir halt mehr Menschen erreichen können, bewiesenermaßen, mit unserer Netzdauer, das heißt Vorträge in Hallen, versuchen wir diese Methode zu wählen. Und das wollte ich nur kurz loswerden. Deswegen mögen die Leute mir verzeihen, falls ich irgendwas falsch verstanden habe, denn ich kann auch etwas falsch verstehen. Aber was ich von den Menschen halt erwarte, ist, dass sie wirklich stolz sind auf ihre Religion und nicht diesen Rückwärtsgang einschalten, sondern sagen ganz klar, wir sind die Muslime und wir müssen klar und deutlich sagen, was Anbach ist. Das andere Beispiel ist zum Beispiel diese Diskussion in Chorweiler. In Chorweiler, die ganze Diskussion, damals mit dem, welche Bibel wollt ihr haben, die ganze Diskussion lief die ganze Zeit super friedlich ab, bis auf einmal diese hinterhältigen, lügnerischen Christen aus einigen islamischen Ländern kamen und versuchten da diese scheinheilige Propaganda loszuwerden, wie die Christen noch in den islamischen Ländern unterdrückt werden, was eine absolute Lüge ist. Eine absolute Lüge, denn es gibt viele islamische Länder, wo die Christen mehr Rechte haben als die Muslime. Ja. Und wenn jemand erzählt, ja, die Missionare, die christlichen Missionare dürfen keine Dawa machen in den islamischen Ländern, dann frage ich mich, warum es allein in Istanbul 5000 Missionarsanstalten gibt, allein in Istanbul beispielsweise. Dann frage ich mich, warum es da Buchdruckereien gibt für christliche Bücher. Wenn dann irgendjemand draußen, ja, von den Menschen sauer wird, auf einen Missionar ihn umbringt, dann ist das nicht etwas, was von dem Land ausgeht. Und wir wollen mal beobachten, wie lange es hier noch dauert bei der Hetzkampagne in den Medien, in einigen Blogs, bis sie das erreicht haben, was sie haben wollen und hier die erste Frau mit Kopftuch abgeschlachtet wurde auf der Straße. Das wollen wir mal sehen. Das heißt, wir rufen nicht zu Gewalt auf gegen irgendjemanden, gegen die Nicht-Muslime hier oder in den islamischen Ländern. Ja, aber man soll uns nicht irgendeinen vom Pferd erzählen. Bei dieser Diskussion ging es dann darum, dass irgendwelche Leute im Publikum Unsinn erzählt haben und erzählen, in den islamischen Ländern, dort würden Karikaturen von Jesus gemacht werden, was eine deutliche Lüge ist. Und wir sehen jedes Mal die Islamfeinde rufen zu irgendwelchen Lügen. Und wir werden demnächst, inshallah, diesmal ganz gezielt dokumentieren, damit ihr auch seht, was da für ein Unsinn erzählt wird. Ja, da wird ein Schulbericht gebracht, wo eine Soziologin, die sowieso keine Ahnung hat, erwähnt, was ihr da in der Schule passiert ist. Jeder, der auch nur einen einzigen türkischen Freund hat oder sich etwas mit der muslimischen Gesellschaft in Deutschland auskennt, weiß sofort, dass das eine Lüge ist. Am nächsten Tag wird der ganze Bericht, der Name von der Schule, es wird alles rausgenommen. Es kommt ein anderer Name rein. Warum? Wenn sie genau wissen, dass es Quatsch ist und könnt ja jemand zu der Schule gehen und mal nachfragen, ob das wirklich stimmt, dieser Unsinn, der da erzählt wird. Das wollte ich nur gesagt haben, das heißt nicht verstecken, sondern ganz knallhart, aber immer noch auf vernünftige Art und Weise die Punkte so rüberbringen, wie sie rübergebracht werden müssen. Und das ist Weisheit in der Dawa. Likulli maqamin maqal. Für jede Sache
gibt es das richtige Wort. Oder für jeden Ort oder für jeden Standpunkt gibt es das richtige Wort. Wenn jemand versucht, einen für blöd zu verkaufen oder anzulügen, dann müssen wir nicht da stehen, ja, also Herr so und so, dann soll man ihnen sagen, hören Sie mal zu, passen Sie mal auf, Sie mit Ihrer Lügenpropaganda. Diese Art und Weise. Und wenn jemand vernünftig mit einem redet, und das ist unsere Grundlage, reden wir auch vernünftig mit ihm. In diesem Fall reden wir auch vernünftig mit ihm, nur wir reden entschieden, selbstbewusst und mit Gegenargumenten. Und machen ganz klar, damit die Leute, die drumherum stehen, auch genau wissen, dass dieser Mensch ein Lügner ist. Und es ist sogar im Islam eine Pflicht, den Lügner über die Religion zu kennzeichnen und ihn, über ihn zu reden. Zu sagen, das ist eine Lüge und das ist ein Lügner. Wenn wir die Gelehrten von Jarh und Ta'dil sehen, die Gelehrten von Jarh und Ta'dil, Jarh heißt die Kritik und Ta'dil heißt jemand recht sprechen, durch die die Hadithe überhaupt aufgezeichnet wurden. Sie reden über die Leute, dieser Mensch ist so und so und so und so, weil es einen Nutzen hat. Wir reden nicht über die Leute, wenn es keinen Nutzen hat. Wenn zum Beispiel jemand irgendwo etwas, eine schlechte Tat gemacht hat, ja, dann versuchen wir diese Tat zu verstecken vor den Leuten. Aber wenn wir wissen, dass dieser Mensch eine Angewohnheit hat und die anderen Menschen damit schaden kann, dann sagen wir, pass auf, mit diesem Menschen, lass dich nicht mit ihm ein, ich kenne ihn, er macht dies und das und das und das. Insbesondere, wenn es um die Religion geht. Und wenn wir es hier mit Leuten zu tun haben, die Propaganda gegen den Islam machen, nicht Muslime oder Ex-Muslime, dann müssen wir sagen, das ist eine Lüge, das ist eine Lüge, das ist eine Lüge, damit die Menschen, die drumherum stehen, nicht denken, oh, dieser Mensch hat Ahnung. Wie zum Beispiel die Intelligenzbestie Nina Ahadi, die in einem Vortrag sagt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ungefähr so, im Koran von 1000 Suren sprechen 800 von Gewalt. Nur im Koran haben wir die Islamexperte, nur im Islam haben wir nur 114 Suren, dessen wir können dann 800 davon von Gewalt sprechen. Ja. Na, ist egal. Das sind halt die typischen Beispiele, wie versucht wird, die Menschen hier zu manipulieren. Und wir werden inshallah demnächst richtig darauf reden und den Leuten mal richtig auf die richtig mit den Worten auf die Finger hauen, mit den Worten, dass wieder jemand meine Worte umdreht, damit wir Muslime auch weiterhin Selbstbewusstsein haben und unsere Rechte erkämpfen. Jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.